Hallo, meine Lieben. Ja, es ist manchmal unterschiedlich, wie man ein Video macht und wie man drauf ist und wie man reagiert. Und manchmal ist man vielleicht ein bisschen aufbrausender und manchmal nicht. Es ist immer, ja, es ist unterschiedlich. Aber ich bin dankbar, dass es keine Vorurteile sind. Ich möchte heute, bevor ich das Thema meines Videos angehe, etwas ansprechen. Und zwar, man hat mich angesprochen über das Thema, warum habe ich das Konto gelöscht? Das habe ich noch nicht gelöscht. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe jetzt momentan auch durch meine Krankheit und durch meine ganze Sorgen mit dem Ämter und mit alles drum und dran auch nicht Kopf dazu gehabt. Es hat sich so einiges gehäuft bei mir in letzter Zeit und auch familiär. Ja, und da wollte ich da erklären auch, was eigentlich mit der Kündigung dieses Konto zu tun hat und ob das, wenn jemand dir jetzt Geld schenkt, ob das jetzt eine Sünde ist, dass man das Finanzamt nicht anmeldet dazu. Es geht hier nicht um Beträge von 10.000, 20.000 Euro monatlich, sondern es geht um kleinere Beträge und es ist die Tatsache so, dass auch Paulus, wenn er redet zu den Epheser, wegen der Spenden. Er sagt nicht, die sollen die Steuer davon abziehen und dann den Rest zuschicken, weil er theoretisch ist, sollte ein Geschenk sein. Wenn ich heute jemand Gold schenke oder ein Auto schenke, egal wie teuer das ist, das kann auch 100.000 Euro sein, wenn ich ein Milliardär bin und ich will jemand ein schönes Geschenk machen. Ob ich jetzt ihm das Geld gebe, um ein Auto zu kaufen, oder ich kaufe ihm das Auto, ist kein Unterschied. Aber der wird dann natürlich nicht mit diesem Geschenk zum Finanzamt gehen und sagen, ich möchte die Steuer drauf zahlen. Ein Geschenk ist ein Geschenk, nur heute ist es so, dass die Gesetzlosigkeit in Reihen der Ämter sehr tief liegt und die tun sehr ungerecht alles. Ich möchte hier nicht das Thema Flüchtlinge und was auch immer ansprechen. Das ist alles eigentlich, da will ich mich damit gar nicht auseinandersetzen. Aber die Tatsache ist, dass wenn ich jemand helfen will, dann mache ich das und das ist etwas, wo dem zugute kommt, um sein Leben zu erleichtern. Alles, was aus Handeln und Arbeit kommt, das muss ich anmelden und das muss ich auch dann natürlich dementsprechend versteuern. Aber Geschenk soll ein Geschenk sein. Es ist nur so, warum ich das Konto kündigen möchte, ist auch der Grund, weil bei dem Ämter ist es so, wenn du einen Antrag stellst, und die sehen, egal ob 50 Euro geschenkt kommt oder 100 Euro, dann wird es immer verrechnet und du musst dann monatlich oder halbjährlich immer Entnachzahlungen, Zuzahlungen machen. Und das ist etwas, wo ich, sag mal, jetzt mental gar nicht mehr machen könnte. Das ist mir zu viel. Und natürlich, ich bin angewiesen auf diese Ämterwege, dadurch, dass ich jetzt die Arbeit durch meine Krankheit wieder verloren habe. Ich kann diese Arbeit nicht mehr weiter tätigen. Und natürlich, ich bin jetzt momentan auf Krankengeld, aber ich musste mich arbeitslos melden. Und bei der Arbeitsamt geht es erstmal mit der Prüfung los. Denen ist egal, ob du zum Leben was hast oder nicht hast. Die müssen erstmal alles prüfen und diese Prüfung geht
lange. Du musst bei Ärzte und beim Krankenkasse und beim Arbeitgeber, da musst du selbst und dann wirst du eingeladen und nochmal durchgeprüft. Und das, also das geht den Monat und schon den ganzen durch. Es ist lästig, aber es ist so. Und wenn du zum Sozialamt gehst, dann sagen die, ah, du musst aber Arbeitslosengeld kriegen. Jetzt müssen wir erstmal prüfen, wieder, ob du eine Sperre kriegst oder keine Sperre kriegst. Und wenn du keine Sperre kriegst und kein Arbeitslosengeld kriegst, dann tun wir dir was geben, aber das muss dann die Arbeitsamt wieder zurückgeben. Aber das muss auch abgewartet sein, bis Dings, also ob du jetzt zum Leben hast oder Dings, ist das egal. Es ist halt, diese Wege sind für mich schon so schwierig. Ich muss, also wegen der Kinder muss ich schon einiges machen, aber es fällt mir immer schwieriger und ich hoffe, dass die Geschwister auch verstehen, dass das nicht irgendwie ein Betrug ist. Deswegen habe ich gesagt, wer mir auch zuschicken will, auf Postweg ist mir leichter, dann muss ich nicht immer alles nachweisen und vorweisen es ist dann leichter. In jedem Fall, das Konto besteht noch und ich denke, bis 22. am Montag wird es noch da sein. Also wenn jemand will, kann da noch an mich denken. Aber denkt auch wirklich in Gebet, meine Lieben, denn ich bin jetzt momentan seelisch sehr zerschlagen und deswegen habe ich heute dieses Thema erwählt. Weil dieses Thema geht vielen von uns an und es ist gut zu sehen, dass es nicht immer das ist, was andere meinen, dass jemand gesündigt hat und deswegen ist man mit Krankheit oder mit etwas geschlagen, sondern es gibt auch andere Hintergründe, warum uns manche Sachen belasten und uns prüfen, aber wir wissen, dass Gott gerecht ist und uns nie alleine lässt. Es geht um Hiob und über ihn wollte ich mit euch ein bisschen sprechen. Aber bevor, lasst uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir loben dich und preisen dich, dass unser Leben in deiner Hand ist. Und egal, was kommt und geht über uns, du weißt es. Es gibt nichts, was du nicht wissen sollst oder könntest. Es passiert uns nichts, Herr, was du nicht zulässt. Und du lässt oft vieles nicht zu, weil du weißt, wir können es nicht ertragen. Und du lässt uns wirklich nur versuchen, auf den Maß, den wir auch ertragen können. Und auch oft, wenn es so schwer ist, Herr, und wir seufzen. Wir dürfen wissen, du bist da. Herr, lass uns dich preisen und dich loben. Erhebe dich, Herr. Wir warten auf dich und wir sind so dankbar und froh, zu wissen, dass du uns bald erlöst von dieser Welt. Herr Jesus, komm bald. Wir warten so sehnsüchtig auf diesen Tag, dich zu sehen. Endlich bei dir zu sein. Frei von dieser Welt, frei von dieser Gesetzlosigkeit und der Sünde. Herr, wir loben dich und preisen dich. Du bist ein ewiger Gott. Amen. Meine Lieben, das Leben Hiobs kennen wir alle. Und jeder, ich denke, jeder hat es mal durchgelesen. Und wir wissen, dass Hiob war ein gerechter Mann, also einer, der gestrebt hat, Gerechtigkeit auszuüben. Warum? Weil jetzt so gesagt, er ein wiedergeborener Christ ist. Ja? Jetzt in übertragender Sinn. Er hat Gott geliebt, er hat seine Gebote geliebt und
Er hat gewollt, aus ganzer Herz und Seele, denen auch nach und gerecht zu werden. Wir wissen, dass er die Armen geholfen hat, den Witwen geholfen hat, den Hungernden geholfen hat. Er hat gegeben da, wo es konnte, und er hat immer auch an seine Kinder gedacht, die, wenn die in Party oder zusammen waren, da hat er immer Opfer dargebracht, denn wenn sie gesündigt hätten, dann soll es auch vergeben werden. Und er hat immer sich danach gestrebt. Ob der Hiob auch schwache Seiten hatte und vielleicht in eins oder im anderen zum Fall gekommen ist, das wissen wir nicht, das schreibt die Bibel uns nicht. Wir wissen auch nicht, was er gegessen hat und was er nicht gegessen hat. In jedem Fall, hier war ein Mensch, der Gerechtigkeit nachgejagt hat. Und das ist auch die Grundlage eines glaubenden Christ heute, dass er der Gerechtigkeit nachlauft. Es geht hier nicht um Essen und Trinken, sondern es geht wirklich der Gerechtigkeit nach, mit jedem in Frieden zu leben, den Armen zu helfen, der Witwen zu helfen und wirklich das Gute zu tun, in Vergebung zu leben. Er hat natürlich, wir sehen auch, wo er in diese Situation kommt, dass alles weggenommen ist, seine Kinder, sein Gut und Habe, seine Tiere, also sein ganzes Gut und Hab wurde auf einmal weggenommen. Er ist nicht mal seiner Frau böse in dem Sinne oder nachtragend oder irgendeine Art und Weise, und das ist wirklich super, als die Frau sagt, verfluche Gott, und weil das ist eine Eingabe des Feindes, und es ist nicht die Frau selbst gewesen, sondern der Feind gesagt hat, verfluche Gott und du wirst sterben. Ja, es ist sehr bemerkenswert, dass der Hiob wirklich seinen Leben auf Gott hin gerichtet hat. Und das ist eigentlich dieses Spiegelbild, auf dem hingewiesen, auf dem wiedergeborene Christ, dessen Haupt der Christus ist, dass man wirklich auf ihn gerichtet ist. Man sucht immer sein Wille, seine Nähe, und man möchte wirklich ein Werkzeug sein in der Hand Gottes. Und man möchte mit seinen Nächsten wirklich immer in der Liebe, in der Vergebung und nicht in der Nachtragenheit und in Rebellion leben. Das ist oft sehr schwierig, meine Lieben. Wir haben das Buch Hiob und wir können lesen, Gott gibt uns Einblick, was es dahin geführt hat, dass der Hiob alles verloren hat. Wir haben die Bibel und können nachlesen, denn Gott hat uns das ermöglicht, dass es niedergeschrieben worden ist, was im Vordergrund sich abgespielt hat. Aber ihr müsst bedenken, dass der Hiob das nicht gewusst hat. Der Hiob wusste in seiner Zeit nicht, was da los war. Er wusste nicht, was der Hintergrund ist. Und ich bin sehr dankbar, dass der Herr uns da einen Einblick lässt, weil er sieht, viele sagen, ja, Gott versucht. Nein, Gott lässt versuchen, aber selbst versucht er niemand. Warum ist es so? Weil der Teufel immer als Kläger herausfordert. Der Teufel fordert uns heraus, er begehrt uns. Das ist neutestamentlich deutlich geschrieben. Er begehrt uns, ja, uns zu vernichten und uns auch unseren Glaubensweg zu zerstören. Wir sehen auch beim Jesus, der Teufel kommt immer mit solchen Sachen, wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Sohn bist, bis zu dem Tod, also das Steinigen hat er immer gesucht. Also durch die Schriftgelehrte und die Pharisäer
hat er immer den Anlass gesucht, ihn zu steinigen, ihn zu töten, ihn aus dem Weg zu stellen. Ein Christ ist immer der Macken so im Auge des Teufels und er versucht alles. Nur, was wir nicht wissen und was oft wir nicht in Betracht nehmen, dass Gott schützt unser Leben. Hiob hat alles verloren und wurde auch sehr krank. Und da ist der Punkt, was wir heute besser verstehen können, weil Jesus uns das auch durch sein Dasein gelehrt hat, aber auch durch Paulus und Petrus, ja, dass wer sich nicht selbst leugnet, wer mehr liebt die Welt, das, was um mich herum geht, meine Frau, meine Kinder, wer nicht abgeben kann, der ist mir nicht würdig. Wer ist mir nicht würdig? Es ist so, dass wir heute vieles mehr anders verstehen. Die Weisheit nimmt zu, wie bei Daniel, das ist auch geschrieben, ist am Ende der Tage wird die Weisheit zunehmen, weil wir die ganze Schrift haben. Aber Hiob steht da in einer Ungewissheit. Ja, und er sagt auch in Hiob 6, 1 bis 8, ja, ist doch meine Kraft nicht aus Stein und mein Fleisch nicht aus Erz, dass ich alles so ertragen kann, diese Situation. Ich bin doch nicht ewig belastbar. In Hiob 27 sagt er auch zum Beispiel, der Hiob, so wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat. Und der Allmächtigste, der meine Seele bitter gemacht hat. Ja, solange noch irgendetwas von meinen Augen in mir ist und Gottes Hauch in meine Nase. Wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn meine Zunge Trug ausspricht, fern sei von mir auch Recht zu geben. Ja, es ist die Tatsache, dass man empfindet so, dass Gott mir den Rücken gedreht hat. Wir sehen auch in den Psalmen, es ist immer wieder, wie lange muss ich noch zu dir schreien? Ich bete zu dir, höre mich an Gott. Es ist so diese Zeit des Schweigens und diese Zeit des so gesehen, des Zerschlagens meiner Daseins. Ich werde total zerschlagen und ich weiß jetzt nicht, warum. Herr, welche Sünden stehen mir im Weg? Warum schlägst du mich? Und eigentlich, Gott schlägt mich gar nicht. Er schlägt mich gar nicht, sondern der Teufel hat mich begehrt aus seiner Hand, um zu beweisen, dass ich gar nicht zu ihm gehöre. Das ist eine Tatsache. Der Teufel will beweisen, und das hat er beim Jesus auch immer versucht. Wenn du Gottes, durch die Pharisäer, ja, du sagst, du bist, dann mach Zeichen, dann mach was Großes, wenn du Gottes Sohn bist. Jesus wurde genau wie Hiob, deswegen ist es auch geschrieben, er hat unsere Krankheiten getragen und er wurde geschlagen, sagt in der Prophetie, Jesus wurde geschlagen. Genauso wie Hiob, in dem Moment wurde er geschlagen, weil er von dem Teufel begehrt worden ist, weil der Teufel wollte Gott den Beweis bringen, dass Hiob eigentlich gar nicht zu ihm gehört. Nimm ihn alles und du wirst sehen, er wird dich verfluchen. Doch auch in diesem großen Leid weiß Hiob, dass Gott gerecht ist. Aber er weiß nicht, was und er versteht nicht, was eigentlich, warum das alles auf ihn zukommt. Warum das so alles auf ihn zukommt, ja? Und dann sagt zum Beispiel auch Kapitel 26, sagt er hier ab Vers 2,
wie hast du doch dem beigestanden, der keine Kraft hat? Hast dem Arm geholfen, der nicht stark ist? Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat und Gelingen in Fülle oft geoffenbart? Es kommt, man ist nicht aus Stein, man ist nicht aus Erz, dass man das ertragen kann. Dennoch Gott wusste ganz genau, wie viel Hiob ertragen kann. Man könnte sagen, es ist ein ungerechter Gott, aber es ist es nicht, sondern es ist die Ungerechtigkeit des Teufels, der alles zerstören mag. Und Gott als gerechter Gott, der zwischen Mensch, Teufel und auch sich selbst richten will, tut eigentlich beweisen, dass er auf sie, die Seinen, aufpasst. Der Beweis, dass er auf die Seinen aufpasst, ist das, dass der Herr persönlich dann den Hiob sich zeigt und mit ihm redet. Und in der Liebe, ja, wir wissen, er sagt dann dem Hiob, ja gut, ich schweige, du lehre mich, ja. Und dann fragt er, wo warst du vor der Behemoth, ja, und. Wir kennen diese ganze Geschichte, ja, und beweist dem Hiob seine Größe, seine Gottheit. Und Hiob muss eigentlich sagen, ich will schweigen und du lehre mich. Aber bis dann gibt es dieses Versuchungszeit, diese Begehren des Teufels, dich aus Gottes Hand zu reißen, dass er beweist, dass du nicht tüchtig bist, ein Kind Gottes zu sein. Diese Gedanken auch, du bist nicht ein Kind Gottes, stammen aus dieser Linie. Ja? Und das Kommen. Und wenn wir zerschlagen sind, und meine Lieben, genauso eine Zeit geht mir auch jetzt. Deswegen habe ich auch von Hiob gesprochen, weil es mich sehr angesprochen hat. Wir sehen, dass bei Hiob in dieser schwierigen Situation die Frau ein Werkzeug des Teufels ist und kein Stütze für Hiob. Und dann kommen noch die drei gute Freunde. Natürlich am Anfang ist so eine stille Zeit und redet keiner und denkt. Aber man sieht, dass diese Freunde aus dem Erkenntnis, was sie haben, reden. Die meinen es nicht böse. Das, was sie sagen, ist richtig. Es ist vollziehbar. Aber sie reden nicht aus Gottes Erkenntnis. Sie suchen hier in dem Gespräch mit Hiob auch nicht, so wie, guck mal, was der Elihu dann sagt, der vierte. Und Elihu erhob seine Stimme, das ist in Hiob 34. Dann sagt er, hört ihr Weisen meine Worte und die Kundigen gebt mir Gehör. Denn der das Ohr prüft das Wort, die Worte, und der Gaumen kostet die Speise. Lasst uns nun prüfen, was recht ist, lasst uns untereinander erkennen, was gut ist. Ja? Denn Hiob hat gesagt, ich bin gerecht und Gott hat mir mein Recht entzogen. Obwohl ich im Recht bin, soll ich ein Lügner sein. Also Hiob selbst sagt auch, wenn ich auch Recht habe, soll ich ein Lügner sein. Das ist gewaltig, das ist etwas, was auch der Paulus sich bezieht, wenn er sagt, ist Gott ungerecht, wenn er jemand gibt und wenn er jemand nicht gibt. Ja? Und er sagt auch, wenn es besser ist, wenn ich als Lügner dastehe, als Gott zum Lügner mache. Das ist das Schlimmste, was es einem ergibt. Und dann sagt er, wer ist ein Mann wie Hiob, der Spottworte wie Wasser trinkt, ja, und in Gemeinschaft mit denen unterwegs, die Recht, Unrecht tut und mit gottlosen Menschen umgeht. Denn er selbst gesagt hat, keinen Nutzen hat ein Mann davon, dass er sich mit Gott befreundet.
Es ist wirklich so, man soll die Wille Gottes suchen und man kommt so in diese Notsituation, in diese Entscheidung, was bringt mir her, dass ich dein Kind bin? Es ist aber die Tatsache, dass ich das aus diesem Seufzen hinaus, Paulus sagt auch, wegen der Schwachheit eures Fleisches, sage ich euch. Und das, die Schwachheit eures Fleisches ist, dass das Fleisch in sich dieses ganze Leid nicht lange tragen kann. Man duldet oft vieles länger, als man denkt. Ja, oft im Nachhinein sieht man, wie viel man dulden kann. Ja, man sagt immer, das würde ich nie machen und dann würde ich nicht machen können. Aber wenn man drin ist, dann macht es und dann denkt man, wow, das habe ich doch geschafft. Ja? Also es ist auch, Paulus sagt deutlich, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und das ist auch, warum der Hiob sagt, bin ich aus Stein und mein Fleisch aus Erz. Ich kann in Fleische, ja, das auch nicht ertragen. Und wisst ihr, es ist so, dass der Geist zwar stark ist in mir, doch das nimmt einen schon mit. Man stumpft ein bisschen so ab, man kann nicht so mitdenken, mitfühlen, mit sich freuen und man ist es niedergeschlagen, das sieht man in der ganzen Bibel auch durchgehend. Man sieht auch, als man den Paulus steinigt, und auch auspeitscht und dann wird er in Ketten geschlagen, die können mit Silvanus ein paar Stunden nichts machen. Die mussten wieder zu sich kommen, die mussten wieder aufgepeppt werden durch den Geist, dann haben sie angefangen zu singen und Gott loben. Es ist nicht so im Fleisch, wie viele das denken, ja, aber leider ist es so. Also es sind die drei Freunde, die kommen. Und aus dem eigenen Erkenntnis, was rechtmäßig gut ist, versuchen sie weiß zu machen, den Hiob, dass er gesündigt hat. Die harren auf diese Aussage aus, obwohl sie den Hiob gekannt haben, was für ein Mensch er war. Und meine Lieben, das ist auch das Problem heute. Es ist das große Problem heute. Dass viele Christen haben sehr viel Erkenntnis, aber sehr einseitig. Und mein Erkenntnis sieht man hier, dass oft mein Erkenntnis den anderen nicht aufbaut. Und wisst ihr, das Große ist, dass Hiob musste beten für seine drei Freunde, sonst hätten sie sterben müssen. Obwohl sie nicht Böses gesprochen haben, aber sie haben gegenüber Hiob Unrecht gesprochen. Sie haben gegen Hiob Unrecht gesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie der eine oder der andere vor dem Herrn stehen wird. Aber das werden wir sehen, wenn wir bei ihm sind. Ich bin nicht erstarrt. Und es ist schon interessant, auch wenn er weiß, dass er es nicht versteht, auch wenn er nicht versteht, warum Gott ihm jetzt schlägt und was hier losgeht, was hier abgeht, warum ihm das alles passiert ist, zu Unrecht, menschlich gesagt, zu Unrecht, weil ich habe nichts Böses getan. Und warum dann? Doch, es passierte nicht zum Unrecht und natürlich im Nachhinein bin ich sicher, der Hiob wird dann am Ende der Tage, wenn er wieder auferstehen wird, dann wird er auch drüber auch lachen können. Weil es ist so, im Leben erlebt man die Dinge anders, wenn der Herr kommen wird, uns mitnimmt, dann werden wir alles mit anderen Augen sehen und
da werden wir staunen und wir werden uns freuen und wir werden vielleicht auch um vieles weinen. Ich weiß nicht, obwohl da kein Weinen, keine Tränen sind, also vom Weinen kann nicht die Rede sein. Also wir werden lachen drüber. Es ist eine Tatsache, wir wissen nicht, was in der geistlichen Welt abgeht. Das ist eine Tatsache. Die Tatsache ist aber andererseits, dass wir wissen, dass der Teufel bestrebt ist, gegen uns zu kämpfen. Deswegen sagt Paulus in Epheserbrief deutlich, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen dieser Welt. Hiob wusste das so in dem Sinne damals nicht. Für ihn war das noch nicht bekannt, da war noch kein Jesus da, da war kein Paulus da, da war nicht der von Evangelium des Reiches die Rede, da war so viel Erklärung, Aufklärung nicht da gewesen. Es ist aber die Situation eingetreten und das Große ist, dass das Gott was gesagt hat, den Teufel, das ist auch in Erfüllung gegangen, weil der Herr hat ihn hier das erwirkt, dass er den Gott nicht verflucht hat, nicht verleugnet hat. Er hat zwar nicht verstanden und er hat gesagt, ich verstehe das nicht und warum passiert mir das, aber er hat nicht gegen Gottes Heiligkeit oder irgendwas gesprochen. Und das ist für uns auch sehr lehrreich. Egal, was in unser Leben kommt. Ich weiß auch, dass in meiner jetzigen Situation der Herr genau weiß und er bei mir ist. Wie er wirken wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum das so kommen sollte und musste. Warum ich keine Kraft habe in verschiedenen Sachen mehr und warum alles so bedrückend ist. Wissen wir nicht ganz genau, aber eins wissen wir, der Feind ist am Herrn. Aber wir sind immer orientiert, auch wie Hiob und auch wie der Herr Jesus Christus, der zerschlagen war, der unsere Krankheiten getragen hat, bis zum Kreuz, ja, und er hat dennoch den Vater immer gelobt und gepriesen und gedankt. Wir wissen, er stand da und sagte, wenn auch dieser Kelch an mir vorbeigehen könnte, aber nicht mein Wille geschehen. Ja, Hiob war nicht der Herr. Er war so Fleisch und Blut, wie wir es sind, normale Otto-Gebraucher, wo diesen Alltag so erleben, wir haben die Leitung des Geistes und dennoch auch da ist es oft so, dass der Herr sich ein bisschen zurückzieht, aber da, wo wir nötig haben, ist er immer präsent. Oft scheint so, dass der Herr schweigt, aber er ist da. Sein Schweigen heißt nicht, dass er mich verlassen hat. Denn der Herr ist getreu, ist sehr treu. Ich wünsche mir so sein, wie Hiob gewesen war. Wirklich in allen vollkommen gerecht. Ich weiß nicht, wie gerecht. Also wir wissen nicht ganz alles, wie und was. Aber in jedem Fall, das ist über ihn geschrieben. Ja, über David wurde auch geschrieben, dass er gerecht und dass er nach Gottes Herzen war. Obwohl wir wissen, ja, er hat auch Schlimmes getan. Bei Hiob wissen wir sogar, dass er so stark war, dass er sagen konnte, er hat einen Vertrag oder wie man das sagt, mit seinen Augen gemacht, dass er keine Jungfrauen ansieht und so weiter und so, wo sie begehrt. Also das kann nicht jeder. Es ist eine Tatsache, das kann nicht jeder. Da will ich auch jetzt nicht in dieses Thema rein. Ja. Aber Am Schluss, durch diese ganze Leiden hindurch, am Schluss kommt Gott persönlich. Er lässt den Hiob nicht allein.
Er kommt persönlich, ja. Und dann lesen wir auch, und der Herr antwortete ihr, er persönlich, ja. Ja. Und dann ist es so, mit dem Allmächtigen will der Tadler rechten, der da Gott zurechtweist. Er antwortete darauf, antwortete Hiob dem Herrn und sagte: Siehe, zu gering bin ich. Was kann ich dich eher erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und ich will nicht mehr antworten. Und zweimal und ich will nicht wieder tun. Und da bringt uns der Herr hin. Ja. Wir sind auch manchmal Rebellion und sagen: Ja und ja. Und dann irgendwo stehen wir dann vor dem Herrn und sagen: Ich, du, mein Herr, auf meinen Mund, ich will nichts mehr reden. Ja. Es ist eine Tatsache. Gott bringt uns zu diesem Erkenntnis, dass wir, und wir schämen uns her. Ja, aber es ist für Gott verständlich, weil er kennt unser Leid. Er kennt unsere Grenzen. Er kennt diese Sachen und da kann man auf ihn vertrauen. Meine Lieben, das Leben hier soll uns begleiten. Soll uns begleiten in all die Kämpfe, die wir heute auch schon kämpfen müssen. Und es wird immer schlimmer. Aber eins wissen wir, der Herr lässt uns nicht allein. Ich kann nur sagen, er kommt bald. Er kommt bald. Es ist wirklich die ganze Bürokratie, die ganze Ungerechtigkeit, die ganze Lieblosigkeit, die Streitereien, das macht einen so von müde. Meine Lieben, der Herr soll euch reichlich segnen. Reichlich segnen und ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Ich werde nach dem Video nochmal die Konten angeben, aber in jedem Fall, ich will, dass es so bis 22. spätestens doch gekündigt wird. Da hilft mir jemand dabei und wenn dann im Nachhinein jemand was für mich tun will, der kann ruhig durch den Post. Entweder wir vertrauen dem Herrn oder nicht. Ja, es kommt an. Eine Überweisung kann auch fehlgehen und eine Bank kann man auch ausrauben. Also nichts ist sicher heute, meine Liebe. Du kannst ja online mit 10 Pings und 13 Codes arbeiten, aber dennoch, die Hacker heute können dir dennoch ins Konto rein, weil die wissen, wie das geht und kannst auf einmal ohne Geld da sein und dann ist es schlimm. Also meine Lieben, es ist so, man soll nicht einseitig denken, sondern man soll wirklich gucken, auch da bin ich nicht sicher, auch da bin ich sicher. Wir wissen, dass alles auf dieser Welt wird vom Rost gefressen, auch das Gold. Es besteht hier auf dieser Welt nicht für ewig. Nichts ist sicher. Die Motten essen die Kleider, die Würmer den Fleisch. Es bleibt nichts ewig, ja. Und der Rost arbeitet auch ganz tüchtig an das Metall, ja. Und deswegen, meine Lieben, ich weiß, dass es gibt viele Möglichkeiten. Also wenn jemand will, ja, bis 22. in jedem Fall lasse ich noch das Konto. Wenn jemand da was überweisen will, bin ich dankbar. Und wenn nicht, Gott sei gepriesen auch dafür. Ich lasse euch fest umarmen, meine Lieben. Und wir hören uns noch. Amen.